Nee. Guck doch mal nach. Ich hab ja bloß den linken. Der andere muss dann noch in der Stube sein. Dann sing mal noch gleich noch ein Gute-Nacht-Lied. Warum? Mein Bein schläft gleich ein. Lini, du bist auch nicht ein bisschen romantisch. Alles zu seiner Zeit, Elke. Meine Töchter können jeden Augenblick zurückkommen, wenn die uns hier so sitzen sehen. Oh, also Lini, steh bitte auf. Lini. Ich hab bitte gesagt. Warum dürfen deine Töchter das nicht wissen? Glaubst du, die haben was dagegen? Du machst mir's behasst. Wieso? Wenn die wüssten, dass ich was mit einer verheirateten Frau habe, ne, und dennoch obendrein mit der Frau von meinem besten Freund, und die würden die Welt nicht mehr verstehen. Ach, Hinneck, das sehen die jungen Leute heutzutage nicht mehr so eng. Ja, das sagst du so, du. Aber ich bin ihr Vater, und als Vater muss man Vorbild sein, ne? Und das heißt, zuallererst mal ein moralisch astreiner Lebenswandel. Na, ganz so astrein kann dein Lebenswandel ja auch nicht gewesen sein. Sonst hätte Anke sicher nicht von dir scheiden lassen. Guck, das steht auf einem ganz anderen Blatt, ja? Ein Wort von dir und ich lass mich auch scheiden. Och, Elke, nur mach mal halblang, ja? Nur weil man mal zu Hause Krach hat, lässt man sich doch nicht gleich scheiden. Na, mal ist gut. Ich brauch bloß einen Mann von der Seite anzusehen und Werner wird wütend. Diese ewige Eifersucht und dann diese Heimlichtuerei, das geht mir ganz schön auf den Wecker hin. Mir ja auch, Elke, mir ja auch, ne? Aber in so einer Situation, da darf man doch nicht die Nerven verlieren. Nee, da muss man seinen Verstand gebrauchen, wenn man den einen hat. Das Problem ist Werner. Wenn er nicht da wäre, dann hätten wir das doch viel leichter. Stimmt doch, oder? Ja, rein theoretisch hast du recht, aber was hilft uns das? Hm? Ja, guck mal, im Winter, da sind doch wieder die Treibjachten, ne? Ja. Ja, und da kommt es doch immer mal vor, dass einer einen tragischen Unfall hat. Ach, Elke! Ja, ich meine, das könnte man doch leicht so hindrehen. Sag mal, ist das dein Ernst? Weißt du überhaupt, was du da sagst? Ja. Ja, zum Abballern gehören immer zwei. Soll ich womöglich der andere sein? Mein Gott, ein Wildschwein oder Werner. Ist das denn so ein großer Ich werd verrückt. Mit einem Wildschwein hab ich nicht die Schulbank gedrückt. Mit einem Wildschwein bin ich nicht konfirmiert worden. Und du fragst, ob das ein Unterschied ist. Also wirklich, Elke, das hat mich echt vom Hocker. Du hast ja wohl überhaupt keine Gefühle. Oh doch, mehr als genug. Aber eben noch hast du gesagt, man muss auch seinen Verstand benutzen. Ja, und wenn ich das tue, ist das auch wieder verkehrt. Das wird Rieke sein. Komm, ich setz mal ein bisschen ordentlich hin, ne? Du dickes Ei! Was ist? Dein Mann! Oh Gott! So, komm, du musst hier hinten raus, Dann sehen wir uns wieder. Das weiß ich noch nicht. Der Himmel, Donnerwetter, wer hat denn die Tür abgeschlossen? Soll ich? Ja. Nein, bloß nicht! Hallo! Ja! Nein! Komm. Geh nicht da rein, da ist es zu eng. Geh mal rein da! Da krieg ich Beklemmung! Was meinst du, was du kriegst, wenn Werner dich hier sieht? Moin! Werner, bist du auf Jagd? Werner, ist doch Schonzeit. Ach ja, hab ich aber noch vergessen. Schonzeit! Nee, du, ich weiß nicht, was damit los ist.
Mal hat das Ding eine Ladehemmung und dann mal wieder nicht. Kannst du das nicht mal angucken, du? Ja, ja, sicher. Ja, pass auf, da ist noch eine Patrone drin. Die geht nicht raus. Aha, muss das jetzt gleich sein? Nö, eilt nicht. Oh, das ist erst 10:30. Da habe ich ja noch ein bisschen Zeit. So, ja. Na ja, ja. Ja, machst du denn schön Köln? Nee, 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 bloß nicht, du. Ich muss doch zur Delegiertenversammlung, weißt du? Und wenn ich da nach Schnaps riech, das nicht opportun. Dann denke ich vielleicht noch, ich bin Alkoholiker, kann ich meine Politikerkarriere gleich an den Nagel hängen, ne? Ja, 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 das glaube ich doch. Du, ich habe da draußen ein Schild gesehen. Sag mal, willst du hier eine Pension aufmachen? Ja. Mal sehen, was draus wird. Und wieso bloß Bett und Frühstück? Ja, die Idee habe ich aus England mitgebracht. Ach nicht. Ja, die Gäste hier, ne, die kriegen ein Zimmer und ein gutes Frühstück. Ne. Essen müssen sie irgendwo im Gasthaus, da kann ich mich nicht mit belasten. Meine Töchter können mir ja nur während ihrer Ferien zur Hand gehen. Ja. Du, sag mal, Hinner, hast du das denn nötig? Ich meine, von dem Geld, was du da für dein Grundstück gekriegt hast, da kannst du doch wunderbar von leben. Ja, aber man will ja auch ein bisschen Umgang haben, ne? Ja. Du, wenn Rieke wieder auf der Uni ist und Dörte wieder in ihrer Firma, dann bin ich aber ziemlich allein, du. Von selbst kommt hier doch kein Schwein her. Ja, ja. Du solltest mal wieder heiraten, Henrik. Nee, 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 du. Das Kapitel Frauen habe ich abgehakt. Ja, ja, mit den Jahren wird man ruhiger, ne? Ja, das kenne ich bei mir auch. Aber früher, du, das weiß ich noch. Früher, da warst du ein ganz schöner Schürzenjäger. Ich weiß das noch genau. Als wir alle noch an Klammerstock geglaubt haben, dann bist du schon deine ersten Rendezvous zu. Ja, das kommt sicher von der guten Muttermilch, ne? Ja, meine Mutter hat immer gesagt, sie hat mir so lange die Brust gegeben, bis ich ihr selbst die Bluse aufgeknöpft habe. Bier, eine schöne Flasche Bier kalt, die trinkst du doch mit, ne? Da sagst du doch nicht nein zu. Na ja, mein Ding. Du sag mal, Penner, das riecht hier, du. Nach Parfüm? Nee, ich riech nichts. Doch. Ich kann dir sogar sagen, was das ist. Was? So was kannst du? Das ist ja toll. So, komm mal her, wir setzen wir beiden uns erstmal hin, ne? Machen uns das ein bisschen gemütlich hier, setz dich mal aufs Sofa und da nimmst du eine schöne Flasche Bier und dann wollen wir beiden mal erstmal so ein bisschen, ne? Tropika. Was? Tropika, der Parfüm. Das heißt Tropika. Ja, richtig. Rieke, ihr Parfüm heißt Tropika. Elke hat das nämlich auch. Ach was, ja, dein Prost auf deinen guten Riecher. Ne? Ja. Du, wo wir gerade von Elke reden, ne? Ich weiß nicht, was mit ihr in letzter Zeit los ist. Immer zu nagelt sie an mir rum, ich kann tun und lassen, was ich will, alles ist verkehrt. Sag mal, kannst du dir da ein Vers drauf machen? Tja. Womöglich bist du zu wenig zu Hause, ne? Tagsüber bist du unterwegs als Schornsteinfeger und dann abends noch als Politiker? Naja, ich meine, das kann ja angehen, aber das hilft ja nichts, Hinnack. Jeder Bürger in diesem Lande muss seine Pflicht tun und wir können die Politik, ich meine, die können wir ja noch nicht voll und ganz hier den Lehrern überlassen, ne? Das geht ja nur auch nicht. Du übrigens, ganz unter uns, die haben mich aufgestellt. Hä? Als Kandidat für den Kreistag. Hey. Ja, ist noch nicht ganz offiziell, aber meine Chancen, die sehen nicht schlecht. Sag mal, hast du doch noch nicht dran gedacht, mal so in die Politik einzusteigen, ne? Ne, das wäre das Letzte. Wieso das, Mensch? Du bist einer von uns, du hast Zeit und opportun ist das auch. Ja, aber ich habe da kein Fiduz zu. Ne? Politik ist was für Leute, die das auf andere Art zu nichts bringen. Das geht ja nicht gegen dich. Das meine ich ja wohl, ne? Ich meine, wenn ich nämlich in den Kreistag komme, dann soll ich auch noch Bezirkschornsteinfegermeister werden. Hey, alle Achtung! Hast du das gehört? Nee, du, ich hab nichts gehört. Das kommt da aus der großen Uhr. Ich überprüfe, was denn du, Werner? Vielleicht sitzt da eine Ratte drin. Werner! Werner, mach den nicht unglücklich! Wieso mich? Du verstößt gegen das Jagdgesetz. Schonzeit! Da soll man mal hin. Schonzeit gilt doch nicht für Ratten. Also, außerdem hast du hier nichts rumzuballern. Wenn einer in meinem Haus rumballert, dann bin ich das. Entschuldige, Werner. Meine Nerven sind auch manchmal nicht mehr die besten. Komm, du setz dich mal hin, mein Junge. Ne? So. Das ist ja, so geht das ja alles nicht. Du, Elke, ne?
Ich habe auch schon mal gedacht, ob sie nicht vielleicht einen anderen hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hast du einen bestimmten Verdacht? Nee, das ist mir so ein Gefühl, weißt du. Aber ich verstehe das alles nicht. Mensch, die hat bei mir doch alles. Die hat ein wunderbares Haus, ein eigenes Auto, eine topmoderne Küche. Neulich hat sie sogar eine Schüssel gekriegt. Eine Schüssel? Seine Liebenschüssel. Ja, also wirklich. Mehr kann man sich wahrhaftig nicht wünschen. Ne? Ja, das meine ich doch auch. Aber das eine sage ich dir, du, wenn ich dahinter komme, dass die einen anderen hat, du, weißt du, was ich mit dem Kerl mache? Den hau ich zu Club, den breche ich alle Knochen der Backe und den hänge ich in die nächstbesten Schornstein und lass ihn da so lange bummeln, bis er schwarz ist. Werner, du setzt dir bloß keine Krabben im Korb. Meine Güte, sowas kann sich leicht zu einer Marotte auswachsen. Wer Gespenster sehen will, der sieht sie am Ende auch. Naja, und dann auch noch dieser junge Mann an der Kasse, ne? Oh, Tarzinien. Na, ihr beiden Hübschen. Ja, meinst du den an Kasse 3 oder was? Der war aber wirklich sexy. Das sind ja zwei Pygetärs, du. Da hast ja ganz schön was aufzupassen, ne? Ja, tue ich ja. Kannst dich drauf verlassen. Was willst du in meinem Schlafzimmer? Ich brauche noch eine Garnitur Bettzeug. Nanu, geht die alte Uhr mit mal wieder? Ja, du, die hat sich noch mal wieder so ein bisschen erholt. Was sagst du dazu? Dann musst du aber auch die richtige Zeit einstellen, Vater, ne? Ja. Ach, du liebe Zeit, Mensch, in 7 Minuten geht die Versammlung los. Wieso hast du denn nicht gesagt, dass die Uhr nicht richtig geht? Du hast mich nicht gefragt, Werner. Also, mit ein bisschen Glück schaffe ich das noch. Ja, bleib sauber, ne? Ja. Ja, was ist das denn? Ein Ohrclip lag auf dem Fußboden. Das ist ja gediegen, ne? Ja, ne? Ja, ja. Ah, ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Du, der gehört noch deiner Mutter. Bestimmt nicht. So ein Kitsch trägt ich Mutter nicht. Den weiß ich auch nicht, wie der da hingekommen ist. Am Ende hast du Darmbesuch gehabt, was? Was, Darmbesuch? Ich? Du, das ist eine Frechheit. Das will ich nicht gehört haben, ja? Mein Zeit, Vater, was regst du dich so auf? Mensch, das war doch bloß ein Scherz. Ja, solche Scherze verbitte ich mir, aber ganz energisch. Ja, ja. Oh. Oh. Ja. Gott, Zeit, noch eine Minute länger und ich will da drin ersticken. Ja, nur mal schön tief Luft holen, ne? Da geht's dir gleich besser. Oh, wenn ich dich nicht so lieb hätte. Ja, ganz meinerseits, aber jetzt gehst du erstmal nach Haus und erholst dich ein bisschen von dem Schock, ne? So. Krieg ich keinen Kuss? Nee, nee, nun nicht. Nee, andermal, ne? Hol dir alles doppelt und dreifach nach, mein Schnuckelpurt. Später. So. Für die ersten paar Tage, da haben wir nur alles, Papa. Nun können die Gäste kommen. Ja, aber Rieke, so schnell geht das nicht. Die Anzeige ist doch erst heute in der Zeitung. Das muss ich erst mal so ein bisschen rumsprechen, weißt du, so. So Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Frau im Supermarkt hat gesagt, dieses Jahr, da gehen die Ferienwohnungen weg wie warme Semmeln. Du, im Dorf, da ist schon nichts mehr zu kriegen. Pass mal auf, Vater, in 0,6 hast du hier ein volles Haus. Ich lass mich überraschen, ne? Das war überhaupt eine Bombenidee, das mit Bett und Frühstück. Nun muss ich mir auch keine Sorgen mehr um dich machen, dass du vor lauter Langeweile auf dumme Gedanken kommst. Ja, da lässt du immer keine grauen Haare drum wachsen, ne? Wenn sich hier einer Sorgen macht, dann bin ich das. Du, Papa, um was machst du dir denn Sorgen? Ja, deinetwegen. Du bist die ganze Zeit in Hannover und ich habe keine Ahnung, was du da machst. Ja, wieso? Ich studiere. Ja, 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 ja. Man kann ja nicht von morgens bis abends bloß studieren, ne? Da bleibt immer noch Zeit für was anderes. Und in so eine Großstadt wie Hannover kann man leicht auf die schiefe Bahn kommen. Du kennst mich doch, Papa. Ich weiß, was ich will. Und wenn ich was nicht will, auch dann tue ich das auch nicht. Ja, gut, dass du so einen starken Charakter hast. Weiß Bescheid. Und von wem habe ich den wohl, was? Ja, bitte. Wunderschönen guten Tag. Tag. Guten Tag. Ich habe die Anzeige hier in der Zeitung gelesen. Von wegen Bett und Frühstück. Haben Sie noch was frei? Sie
siehst du, Papa, unser erster Gast. Bin ich der Erste? Ja, darauf müsstest du eigentlich einen ausgeben, nicht, Buddy? Ja, deswegen muss man ja nicht gleich das Saufen anfangen. Sie sind dann wohl Herr... Was? Und Chief? Ganz recht. Klaus Harder. Freut mich, Rieke, meine Tochter. Angenehm. Angenehm? Tja. Ja. Wollen Sie sich das Zimmer nicht erst mal angucken, Herr Harder? Ach, nicht nötig. Ich nehme an, das ist genauso proper wie alles hier. Ja, na, dann hole ich mal das Gästebuch, ne? Muss ja alles seine Ordnung haben. Haben Sie vielleicht was zum Schreiben? Hab ich, Herr Unfried. Ja. Hab ich, bitte sehr. Kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Danke. Bitte sehr. Dankeschön. Wie viele Gästezimmer haben Sie, Herr Unfried? Vier. Alle mit Bad und WC. Frühstück gibt es hier und wenn Sie mal Fernsehen gucken wollen oder so, dann steht alles zu Ihrer Verfügung. Alles, Papa? Ja, die Räumlichkeiten meine ich natürlich. Was denn wohl sonst? Tag der Abreise. Ja, hier. Ja, das weiß ich noch nicht. Ja, lassen wir es weg. Ich wollte ja schon immer mal Ferien auf dem Bauernhof machen. Kann man hier denn auch mal die Kühe melken? Nee. Die Landwirtschaft, ne, die habe ich aufgegeben. Das lohnt sich nicht mehr. Ach so, ja, Vertreter sind Sie, ne? Ja, Generalvertreter, Herr. Und für was? Brandbekämpfung. Kennst du doch, Papa, Rollmöpse, saure Gurken und sowas, ne? Dörte, das ist übrigens... Dörte! Dörte, bitte, Dörte! Das ist Herr Heiner, meine Tochter Dörte. Unser erster Gast, Dörte, ist wahr. Hi. Schönen guten Tag. Tag. Papa, du, ich komme mit dem neuen Geschirrspüler nicht zurecht. Kannst du mir das mal eben zeigen? Da ist eine Gebrauchsanweisung dabei. Aber mit der Gebrauchsanweisung geht's mir genauso wie mit den 10 Geboten. Hier schwarz auf weiß ist das alles ganz einfach. Die Schwierigkeiten, die kommen erst bei der praktischen Anwendung, ne? Das weiß ich schon. Ach, Dörte, zeigst du Herrn Harder mal sein Zimmer, ja? Was für eins soll er denn kriegen? Ja, unser erster Gast, Nummer 1. Ja. Na, was sagst du jetzt? Ich denke, du bist auf Geschäftsreise. Bin ich auch, Dörte. Aber zufällig sehe ich ein Schild mit Bett und Frühstück und denke, Mensch, da kannst du mal ein paar Tage Station machen. Rein zufällig, was? Na ja, um die Wahrheit zu sagen, ich habe einen Tipp gekriegt. Ein Tipp? Ja. Von Rieke. Hab ich mir schon gedacht. Und ich werde einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Das sollte doch eine Überraschung sein, Dörte. Mir passt das aber nicht, dass ihr beiden was auskunkelt und ich weiß da nichts von. Rieke meinte, das wäre eine gute Gelegenheit, dass dein Vater mich mal kennenlernt. Was geht Rieke das an? So viel ich weiß, willst du mich heiraten, oder? Dörte, sie hat das doch gut gemeint. Wenn auch. Ich kann das nicht ab, dass sie sich immerzu in meine Angelegenheiten einmischt. Ja, jetzt? Soll ich nur gleich wieder abreisen? Tünbüde. Komm, ich zeig dir das Zimmer, hä? Sag mal, kann ich nicht gleich das Zimmer neben deinem haben? Das Personal wohnt doch nicht mit den Gästen zusammen. Rieke und ich haben ein kleines Zimmer hinter der Küche. Da hat Vater uns besser unter Kontrolle. Braucht ihr denn noch einen Aufpasser? Er glaubt das zumindest. Das ist noch gar nicht so lange her. Da hat er unsere Verehrer mit der Schrotflinte vom Hof gepustet. Mann, oh Mann, das sind ja schöne Aussichten. Tja, vielleicht geht dir jetzt ein Licht auf, warum ich dich nicht eingeladen habe. Komm. Alle Achtung! Und sowas von pünktlich? Mm.
Mein Urgroßvater. Wer soll das sein? Mein Urgroßvater hat ein echter Künstler von so einem kleinen Foto abgemalt. Oh. Lebt er noch? Wer, mein Urgroßvater? Nee, der Maler. Ich weiß nicht, warum. So ein Fuscher sollte man auf den Mond schießen. Der blamiert die ganze Erinnerung. Also hört immer, wieso reden Sie denn so abfällig über unser Bild? Was wollen Sie hier eigentlich? Ich suche ein Zimmer. Bei mir? Ich bin hier doch richtig bei Hinrich und Tiet, oder? Ganz richtig. Und Sie haben Zimmer zu vermieten. Das ist auch richtig. Na also. Ich habe aber nichts mehr frei. Das wissen Sie genau. Also wenn ich Ihnen sage, ich habe nichts mehr frei, dann habe ich nichts mehr frei. Sie können das ja mal unten im Dorf bei der Zimmervermittlung versuchen, ne? Vielleicht können die Ihnen weiterhelfen. Schönen Tag noch. Oh, schon wieder ein Gast. Ja, wunderschönen guten Tag. Na, habe ich dir das nicht gesagt, Papa? Die Leute, die rennen uns die Türen ein, ne? Was für ein Zimmer soll er denn haben, Papa? Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4? Oh, geben wir ihm Nummer 3. Da hat er die beste Aussicht. Ne? Da bin ich. Meine Tochter. Weiß ich. Das wissen Sie. Sowas sehe ich auf den ersten Blick. Die Natur benutzt ja immer wieder dieselben Muster. Manchmal wird die Kopie allerdings besser als das Original. Sie müssen doch Familiennamen haben. Wie hieß Tizian mit Familiennamen? Weiß ich nicht. Na bin. Also gut, Holger. Beruf? Kunstmaler. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, ja, ja. Wissen Sie, was mein Opa immer gesagt hat? Lieber Gott, verschone uns vor Feuer, Sturmfluten und Künstlern. Wenn ihr da solche Stümper mit gemeint habt, kann ich ihn gut verstehen. Was malen Sie denn so? Monochrom. Diese hier stammen noch aus meiner blauen Periode. Eine blaue Periode hatte ich auch mal. Seitdem trinke ich nur noch in Gesellschaft. Im Moment mache ich eine künstlerische Entwicklung durch. Zurück zur Natur. Verstehen Sie? Ja. Voll und ganz, Herr Holger. Das Herr kann sich schenken. Wann reisen Sie wieder ab? Das kommt ganz auf die Naturstimmung an. Ja, hätte ich mir denken können. Wie wär's mit einer Anzahlung? So, ja. Langt das? Oh, ja, ja, das ist in Ordnung. Darf ich Ihnen jetzt das Zimmer zeigen, Herr? Der junge Mann heißt Holger. So. Das Herr kennst du jetzt bald. Also, packt ihr bitte raus, ja, was soll denn das? Also, Sie ruinieren das ganze Haus, Sie sind so wahnsinnig geworden. Na hier, guck doch mal. Das hat sogar noch so eine richtige Klöntür. Hm. Und wo liegt das Haus? Pass mal auf. Moment. Hier. Direkt am Kanal. Am Kanal? Ja, da hast du den ganzen Tag was zu gucken. Glaubst du, ich habe nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag am Fenster zu sitzen, mir die Schiffe anzugucken? Ich suche mir natürlich wieder eine Arbeit. Warum? Du brauchst nicht mitzuverdienen, Dörte. Wer von uns beiden mitverdient, wollen wir erst mal sehen, ne? Und was ist, wenn wir Kinder haben? Nun mal sinnig, Klaus. Wir sind noch nicht mal verlobt und du schnackst schon von der Fortpflanzung. Kannst du Kaffee, Schatz? Ja, bitte. Ja, genau. Und, Tiet? Ja, aber ich weiß nicht, wo er ist. Oh, soll ich ihn... Doch, ja. Kleinen Moment. Und Ihr Name, bitte. Hallo? Hallo? Das war jemand, der ein Zimmer haben will. Mann oder Frau? Frau.
Frau. Na, dann bin ich beruhigt. Wieso? Könnte ja sein, dass Ricky noch mehr Verehrer hier bestellt. Mehr haben wir im Augenblick nicht in petto. Aber alles, was recht ist, mit Bett und Frühstück, hat Vater wirklich mal eine gute Idee gehabt. Bloß mit dem Service klappt das noch nicht so richtig. Oh, was klappt denn nicht so richtig? Die individuelle Betreuung, will ich mal sagen. Was nützt mir ein Doppelbett, wenn ich da ganz alleine drin schlafen muss? Was machst du da? Kaffee trinken, siehst du doch. Ich habe Ihrer Tochter unser neuestes Modell gezeigt, Herr Untied. Das ist gerade erst auf den Markt gekommen. Ja, wollen Sie sich das mal angucken? Ja, wir beide reden gleich miteinander, ne? Ja. Hast du nichts zu tun? Nee. Der Flur gefordert. Ei, ei, Sir. Bitten gemacht. Ei, ei, Sir. Aber die Geschirrspüle hast du noch nicht ausgeräumt, ne? Man kann Rieke das nicht machen. Nee, heute hast du Küchendienst. Wo ist sie überhaupt? Spazieren. Bei dem Wetter? Warum nicht? Wenn man eine nette Begleitung hat. Nette Begleitung? Meinst du am Ende diesen beknackten Künstler? Mir hat er sich bloß als Künstler vorgestellt. Von beknackt hat er nichts gesagt. Na, warte, den werde ich was anderes sehen. Werde ich aber die Leviten lesen, das kann ich dir sagen. Ja, da hat jemand angerufen, eine Bekannte von mir. Ja, und? Was wollte sie? Sie hat ein Zimmer bestellt. Ja, und wie hieß sie? Weiß ich nicht. Als ich nach ihrem Namen gefragt habe, hat sie sich schon aufgelegt. Eine Bekannte von mir? Ja, hat sie gesagt. Ja, ich weiß auch nicht, wer das sein könnte. Also nun lass es mal einladen. Ja. Tja. Denn wollen wir beiden mal so ein bisschen fachsimpeln, ne? Ja, ja. Ich habe mir Ihre Feuerlöscher mal ganz unverbindlich angeguckt, Herr Untied. Also nicht, dass ich mit Ihnen ins Geschäft kommen will, aber gegen diesen hier sind die alle zusammen Schrott. Eigentlich dürfen Sie die gar nicht mehr verwenden. Ach ja? Trinken Sie einen Köln mit, Herr Haber? Nee, danke. Der GSE Kompakt hat einen Effizienzquotient von 9,8 und ist garantiert umweltschonend. Ja, der GSE Kompakt hat einen Effizienzquotient von 9,8 und ist garantiert umweltschonend. Also ich kann jetzt einen Kühlen gebrauchen, aber allein trinke ich nicht gern. Na denn? Aber bloß ein ganz Lücken. Hier oben ist ein Wärmesensor eingebaut und da können Sie dann von ablesen. Oh, Kühlen nicht so voll! Ein ganzer Kerl kann auch einen ganzen Kühlen vertragen. Halb eingeschenkt wird nur für Frauen und Konfirmanden. Die Handhabung ist kinderleicht. Sicherungsschelle unter dem Schlagknopf rausziehen, Schlagknopf einschlagen, Löschpistole auf den Brandherd richten und... Wassermarsch. Ja. Prost, Herr, ne? Prost. Ja, und Prost. Ja, und noch eins, der geht... Ja, so, nun lassen Sie mal den Feuerlöscher, ja? Sie können das Ding ja hier lassen, ziehe ich Ihnen alles von der Rechnung ab. So. Und Sie sind also Vertreter? Ja, Generalvertreter, Herr Untied. Hm. Verheiratet, zwei Kinder. Nee. Drei? Nee, ich habe überhaupt keine Kinder. Und verheiratet bin ich auch nicht. Was denn in Ihrem Alter und dann noch eins, Benner? Ich wollte erst mal meinen Bezirk aufbauen, solide Existenzgrundlage schaffen. Ja, vernünftig. Sehr vernünftig. Und bis es soweit ist, ne, da hüpfen Sie wie so ein Schmetterling von Blume zu Blume. Naschen hier mal so ein bisschen, da mal ein bisschen. Was wollen Sie damit sagen? Na ja, wir sind doch ohne Ohren. Wir schnacken doch hier von Mann zu Mann. Ja, aber ich verstehe nicht, was Sie mit Schmetterling meinen. Ja, als Vertreter kommt man doch viel rum, ne? Jeden Abend in einem anderen Bett und überall gibt es Frauen, die getröstet werden wollen. Ja, nur wer sind wir denn, dass wir so eine schnuckelige kleine Frau von der Bettkante stoßen, was? Ja, das kennen wir, Klaus, kennen wir alles. Ich bin auch kein Kostverächter gewesen. Meine Devise war immer außer Haus, tiefe Pflügen und zu Hause bloß ein bisschen oberflächlich eng, ne? So, ich heiße Hinnert. Ich glaub, ich muss da mal was klarstellen, Herr Untied. Hinnert. Was Sie da eben... Du! Was du da eben gesagt hast von Schmetterlingen und so, also den Schuh, den ziehe ich mir nicht an.
Für mich gibt das nichts Schöneres als ein ruhiges Familienleben mit Frau und Kindern. Wenn das ein Witz sein soll, sagst Bescheid, dann lache ich auch. Das ist mein voller Ernst, Hillack. So, dein voller Ernst? Ja, mein voller Ernst! Also wenn du mir so kommst, mein Lieber, ne, du hast jetzt nicht nur faustdick hinter den Ohren, nee, du bist auch noch ein großes Filou, aber mich kannst du damit nicht veräppeln. Ach, nun hör mir doch mal zu, Hillack. Nein, Herr Untied! Für Sie immer noch Herr Untied. Ja, aber eben hast du doch... Ja, nun bin ich mal dran, ja? Ich hab Sie gleich richtig eingeschätzt. Herr Harder, ich weiß genau, wo Sie das drauf abgesehen haben. Ja. Und darum will ich nun gleich mal was festhalten hier, ja? Hier bekommen Sie Bett und Frühstück und sonst nichts. Meine Töchter sind nicht im Preis mit inbegriffen. Und darum Hände weg von Dörte, ist das klar. Darf ich mir auch mal was sagen? Nee, was zu sagen war, ist gesagt worden. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Inni, bist du allein? Meine Haare an. Gerade noch war ich beim Friseur und muss alles wieder platt. Ist da noch ein Schluck Kaffee? Ja. Herr Harder, Frau Sinjen, meine Cousine. Angenehm. Ja, ich glaube, ich lege mich noch ein bisschen aufs Ohr. Was anderes kann man bei dem Wetter ja doch nicht machen. Nicht böse an Hini, aber ich hatte so schreckliche Sehnsucht. Ich konnte das einfach nicht aushalten. Also, ich lass das, ja? Dörte ist in der Küche. Menschenskinder, ich hab dir doch gesagt, du sollst nur hierher kommen, wenn die Luft rein ist. Ja, das wollte ich ja auch. Ich weiß es, aber als ich vorhin unter der Trockenhaube saß, da hatte ich mit mal so zärtliche Gefühle. Und wo soll ich denn anders damit hin, Hini? Ja, ja. Für Notfall ist Werner ja auch noch da, ne? Lass mich doch mit Werner in Ruhe. Wieso Cousine? Hä? Warum hast du gesagt, dass ich deine Cousine bin? Ja, soll ich ihm vielleicht erzählen, dass du mein Verhältnis bist? Hä? Gerade nachdem ich ihm nur moralische Standpauke gehalten habe. Der Kerl hat ein Auge auf Dörte geworfen. Na und, da kann sie sich doch freuen. Ist doch ein Bild von Mann. Ein Bild von Mann? Ein Pussierstengel ist das. Ein verkappter Papagallo. Das sieht aber nicht nach aus. Du kannst es ja mal ausprobieren. Ne? Schmeiß dich doch mal an ihn ran. Sollst mal sehen, wie schnell du bei dem landen kannst. Du. Was denkst du von mir? Wie kann ich mit dem anderen rumfussieren, wenn ich dich lieb habe? War doch nicht so ernst gemeint, war doch nur ein Scherz. Nee, nun bin ich beleidigt. Das machst du auf der Stelle wieder gut. Ja, und denn? Du setzt dich hier hin und gibst mir einen Kuss. Elke, wir können doch jetzt hier nicht rumknutschen. Ich will ja auch bloß einen Kuss haben. Nein, nicht Engel! Nein, Engel! Ich! Wo bist du hin? Nochmal das Zimmer lüften, bevor deine Bekannte kommt. Bekannte? Was für eine Bekannte? Ja, weiß ich auch nicht. Das weißt du nicht? Nee, sie hat ihren Namen nicht gesagt. Ja, woher weißt du denn, dass sie deine Bekannte ist? Weil sie es gesagt hat. Das ist mir zu hoch. Sag mal, Hini, hast du am Ende eine andere? Ich bin doch nicht bekloppt und halte mir noch mehr mal Läschen auf. Mit dir habe ich gerade Probleme genug. Du hast mit mir Probleme? Nee, ich auch mit dir habe ich doch keine Probleme. Ich meine mit Werner. Du, wenn dir was rausgeht, dann sehe ich aber schwarzer aus. Schwarz? Alt, wollte ich sagen. Werner soll sich mal das Hirn durchpusten lassen. Ja. So wie der sich mit seiner Eifersucht hat, der ist ja nicht mehr ganz dicht. Mal ist es der Masseur, mal ist es der Postbote. Ja, das kommt noch so weit, dass er auf Hector eifersüchtig ist. Hector? Wer ist Hector? Unser Bernhardiner. Mach es mal nicht schlimmer, als es ist, Elke, ne? Ja, du hast ja keine Ahnung, was ich mir alles anhören muss. Ich frag mich wirklich, wie lange ich das noch aushalten soll. Elke, ich glaub wirklich, du musst hier mal raus. Weißt du, du musst mal andere Tapeten sehen. Fahr doch mal in Urlaub. Ja, will mal sagen, Teneriffa. Kann ich wärmstens empfehlen. Bloß, wenn du mitkommst. Ja, an und für sich gern. Aber du siehst ja, das Haus habe ich voller Gäste. Da kann ich doch jetzt keinen Urlaub machen. Das verstehst du doch nicht, mein Schnuckelpuss. Allein fahre ich nicht. Nicht? Nein. Ja, oh, ich glaube, das hat
aufgehört zu regnen. Ja, du, wenn du mir einen großen Gefallen tun willst, dann trink deinen Kaffee eben aus und dann fahr ich nach Hause. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Immer willst du mich loswerden. Hast du mich denn gar nicht mehr lieb? Doch, natürlich hab ich dich lieb, aber das ist besser so, ne? Irgendwas wollte ich noch. Ach ja, mein Ohrgriff. Weißt du, wo der ist? Ja, den hab ich. Ja, warte mal, wo hab ich den hingelegt? Vielleicht im Schlafzimmer. Nee, da ist er nicht. Ich guck lieber mal nach. Elke, nee, ach Elke, was soll denn das da ist? Elke! Elke, ich kauf dir ein paar neue Ohrringe. Einverstanden? Na? Ist sie weg, deine Cousine? Cousine? Hast du Cousine gesagt? Du warst bei dem Vertreter drin, ne? Ich hab mal bei ihm reingeschaut. Ist das verboten? Ja, also das schickt dich nicht. Was hast du da zu suchen? Soll das ein Verhör werden, Vater? Ich will eine klare Antwort haben. Mein Zeit! Ich frag dich ja auch nicht, was Frau Simien in deinem Schlafzimmer zu suchen hat, also, oder? Hör mal zu, meine Liebe! Wie kann denn nur sein? Suchen Sie den hier? Ja, wie kommst du denn darauf, dass der Elke gehört? So ein Kitsch würde sie dich doch nie ans Ohr bummeln. Nein, hab ich recht. Sonst noch was? Nee, das war alles. So, jetzt fahren Sie aber wirklich nach Hause. Oh ja! Ja, 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 ja. Und wenn uns jemand sieht... Fahr hinten rum. Na! Wo seid ihr gewesen? Draußen, Papa. Was habt ihr denn gemacht? Holger hat Natureindrücke gesammelt. Bei Regenwetter kriege ich meine stärksten Inspirationen. Ihre stärksten was? Eingebung, Vater. Oder was hast du gedacht? Also darüber ist das letzte Wort noch nicht... Ja, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Hine. Ja, sobald ich zurückkomme, werden wir dreimal... Ja! Wer war die Frau? Offiziell ist sie die Frau von Werner Sinjen. Aber das füllt sie nicht ganz aus, verstehst du? Aha. Und für das Defizit kommt dein Vater auf, was? Mein Vater ist ja auch bloß ein Mensch, Holger. Und denn darf er das von uns nicht wissen? Doch, aber wir müssen ihm das in ganz kleinen Happen beipolen, sonst trifft ihn noch der Schlag, den armen Papa. Schadet doch nichts. Schocks haben eine aufrüttelnde Wirkung. In der Kunst, ja, aber nicht im richtigen Leben. Für mich ist das kein Unterschied. Mm. Zieh dich aus! Bitte? Zieh dich aus, ich will einen Akt von dir malen. Mit nix an! Mit was an ist das kein Akt? Holger, ich glaube, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Wieso? Na, wenn mein Vater wieder zurückkommt, am Ende kriegt er das in den verkehrten Hals. Sein Problem. Och nee, Holger, das können wir nicht machen. Na gut, dann mache ich eine Porträtstudie von dir. Setz dich doch mal hin. Hier. Da. Weißt du, den ersten Schock, den hat Vater ja schon weg. Das bist du. Und wenn er sich erstmal an dich gewöhnt hat, dann rücken wir so Suche Piano mit der Wahrheit raus. Nur von unserer WG, da dürfen wir nichts erzählen. Warum nicht? Bei Wohngemeinschaft. Da denkt mein Vater doch gleich an Gruppensex. Lass uns weitermachen. Es kann vielleicht auch nicht schaden, wenn wir Vater erzählen, dass du auch noch einen bürgerlichen Beruf hast. Aber nicht mehr lange. Sobald ich die ersten Bilder verkauft habe, hau ich beim Katasteramt in den Sack. Leider ist es ja nun mal so, dass die meisten Leute meinen, auf so einem Bild, da muss auch was drauf zu sehen sein. Was drauf zu sehen sein? Mhm. An solche Banausen verkaufe ich meine Bilder gar nicht erst. Wo ist Vater? Der fährt Elke Sinjen nach Haus. Bleib sitzen. Das mache ich nicht mehr mit. Was ist los? Vater benimmt sich unmöglich, was der Klaus alles angedichtet hat. Klaus sagt, wenn das nicht unser Vater wäre, dann hätte er ihm ein paar geballert. Och, du kennst Papa doch. Manchmal da haut er was raus und meint das gar nicht so. Und nimmt das mal nicht so ernst, Dörte. Das tue ich aber. Wenn er Klaus als Halodri und Schürzenjäger abstempelt, hört bei mir der Spaß auf. Klaus? Dann soll sich mal lieber an seine eigene Nase fassen. Kinn ein bisschen höher. Noch ein bisschen mehr. So ist gut. Ich will dir was sagen, Rieke. Wie die Katze um den heißen Brei rumgehen, das bringt mein Vater gar nichts. Wir müssen ihm rein Wein einschenken. Batz und auf der Stelle. Das ist mal wieder typisch. Immer mit dem Kopf durch die Wand. So warst du immer schon. Und was kommt dabei raus? Nichts als Lärm und Streit. Braucht sich was besser ist. Ein heftiger Krach oder deine Salami-Taktik. Ey! Was schert uns das überhaupt, was Vater dazu sagt? Wir sind alt genug, um tun und lassen zu können, was wir wollen, oder?
Dörte, was haben wir denn schon groß? Wir haben einen Künstler und einen Vertreter. Na, genauso gut hätten wir auch mit zwei Eskimos ankommen können. Warum auch nicht? Zu schade, dass Klaus kein Eskimo ist. Ach, Dörte, du musst Vater ein bisschen Zeit lassen. Wenn er sich erstmal an die beiden gewöhnt hat, dann läuft sich alles wieder zurecht. Hm, und das glaubst du wirklich? Ja, das glaub ich wirklich. Und ich kenn Papa. Du bist Vaters Augapfel, aber kenn tue ich ihn besser. Oh, Lüde, da. Na, na, Papa? Ja, ich hab Elke nach Haus gefahren, ne? Bei dem Schiedwetter kann man ja keinen Hund auf die Straße jagen. Kann man ja keinen Hund auf die Straße jagen. Immer Kavalier bleiben, nicht was? Ja, ja, ja. Zumindest weiß ich, was ich gehört. Ja, das kannst du laut sagen. Bitte? Nix. Na, Holger, was macht die Kunst? Fortschritte! Holger hat ein Porträt von mir gemalt, Papa. Ein Porträt von dir? Ja, da. Oh. Ich dachte erst, das liegt an meinen Augen, da ist nichts drauf, ne? Kunst ist weglassen, Herr Undied. Was sagt uns das? Also im Moment sagt mir das nicht viel. Je mehr weggelassen wird, desto größer die Kunst. Also ist das größte Kunstwerk, wo nichts mehr drauf zu sehen ist. Das weiße, unschuldige, leere Blatt. Wäre ich nicht drauf gekommen. Kurz und gut, was Sie hier sehen, ist der Anfang von meiner weißen Periode. Geht mich ja nichts an, aber haben Sie sich in letzter Zeit mal durchchecken lassen, hier oben meine? Nee. Sollten Sie aber. Wenn das Kunst sein soll, dann haben Sie nämlich einen gehörigen Sprung in der Schüssel. Papa, so kannst du doch nicht mit ihm reden. Also ja, entweder das rappelt bei dem Kerl im Karton oder er will mich vergackeiern. Gibt noch eine dritte Möglichkeit, Herr Ja? Dass Sie von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Also nun, werden Sie mir auch noch frech, Sie Reserve-Picasso. Das ist ja eine Beleidigung, Vater. Lass ihn doch, Rieke. Einer, der sich solche Schinken an die Wände hängt, der kann mich auch nicht beleidigen. Holger, er hat doch keine Ahnung. Er hält dreimal Fünfel Cognac-Sorte. Also, du bleibst hier! Aber nicht in diesem Ton! Du bleibst hier! Also, ich glaube wirklich, wir müssen das mal in aller Ruhe besprechen. Also bitte setz dich hin. Ja, Dörte, du auch! Bitte! Ich weiß, ihr seid volljährig und damit seid ihr auch voll verantwortlich für all das, was ihr tut. Na, in dem Punkt sind wir uns dann ja einig. Aber ich als euer Vater habe mehr Lebenserfahrung. Mhm. Und darum habe ich auch das Recht zu sagen, was ich für richtig halte und was nicht. Zumindest will ich mir späterhin nicht vorhalten lassen, ich hätte euch nicht geweint. Kommt zu Port, Vater. Ja, gut. Also grundsätzlich zunächst mal, Gast ist Gast. Er bekommt hier ein Zimmer und ein Frühstück und weiter nichts. Weitere Kontakte sind nicht erwünscht. Ist das klar? Aber die Gäste sollen es doch bei uns gemütlich haben, nicht, Pap? Du hast doch selber in die Zeitung setzen lassen, das Haus mit der familiären Atmosphäre. Ja, das heißt ja noch nicht, dass ihr euch den Kerl an den Hals schmeißen müsst, ne? Tun wir das denn? Ja, ich bin doch nicht blind. Die Kerle waren knapp hier drin, habt ihr schon Techtelmechtel mit denen angefangen. Wo sind wir denn hier? Im Eros Center. Nicht lächerlich, Vater. Wenn man einen Menschen Leid macht, dann darf man ihm das doch auch zeigen, oder? Ja. Meinst du, womöglich die Vertreter, was? Und der noch Vertreter für Feuerlöscher. Das sagt doch alles. Was sagt das? Dass er nichts anbrennen lässt. Deine Witze waren schon mal besser, Vater. Hör mal zu, das ist doch ein Luftikus. Ein Windhund ist das. Hör ich mir nicht länger an. Dörte, bleib hier. Ich bin noch nicht fertig. Nee, ich geh. Dörte! Sonst rutsch mir doch was rauf. Dörte! Das ist eine Kröte. Das hat sie alles von ihrer Mutter. Immer gegen an. Immer wieder Worte. Da ist aber nicht Dörte allein schuld dran, Vater. Ja, wenn denn sonst ich vielleicht. Ja, du. Ich will doch nur ihr Bestes. Das weiß ich doch, Papi. Soll ich denn hinzugucken, wie sie mit offenen Augen in ihr Verderben rennt? Nee, soll's ja nicht. Zum Glück bist du vernünftiger.
Bin ich das? Ja, du kommst nach mir. Sag mal, dieser Künstler, du hast dich doch nicht etwa in den verguckt? Und wenn's so wäre? Also, ich hab nix gegen einen kleinen Flirt. Ganz bestimmt nicht. Aber pass auf, dass da nicht mehr draus wird. Künstler sind ja von Natur aus überkandidelt. Aber dieser Holger, der gehört in die Klapsmühle. Das meinst du doch nicht ernst, Papa? Digga, wie nennst du denn das, wenn einer Bilder malt, wo nichts drauf ist? Wie will er die denn verkaufen? Ich kenne niemanden, der sich leere Rahmen an die Wand hängt. Die Geschmäcker sind verschieden. Und außerdem hat Holger ja auch noch einen anderen Job. Ja, was denn? Ja, der ist Verwaltungsangestellter beim Katasteramt. So eine Art Beamter. Was? Der? So wie der aussieht? Und den Beamter? Ja. Armes Deutschland, kann ich sagen. Auf jeden Fall ist der Kerl nichts für dich und ich erwarte, dass du ihm in Zukunft die kalte Schulter zeigst. Ist das klar? Darüber reden wir noch mal. Na, das ist mein letztes Wort. Los, du tust mir weh. Oh, ich kann auch ganz anders, du. Mein Gott, was bist du für ein Grobian? Da bleibst du sitzen und erhältst den Sabbel, ja? Guck dir hier meinen Arm an. Alles grün und blau. Das ist ein Scheidungsgrund. Nee. Scheidungsgrund, du. Fang du noch mit Scheidungsgrund an. So, geh mal raus und schließ mein Auto ab. Ja. Das kann ich ja mal. Nein, halt, stopp, du bleibst hier. Mit dir habe ich zu reden. Ist was, Werner? Habt ihr euch gestritten? Der Mann hat sie ja nicht mehr alle. So wie der auf mich losgegangen ist. Wie so ein Berserker. Berserker? Du von wem Berserker? Ich habe ja noch an mich gehalten. Blieb's denn nicht übers Knie? Ja, hey, Leck! Leck? Ich weiß jetzt Bescheid. Dann ist das vielleicht das Beste, du trinkst erstmal einen Köln. Nee, sonst platzt mir der Kragen. Du, geahnt habe ich das ja die ganze Zeit. Aber jetzt habe ich den Beweis. Was denn für ein Beweis? Dass sie einen anderen hat. Ist nicht wahr. Doch. Man hat sie doch gesehen. Ein Mann hat sie nach Hause gebracht. Ach was? Ja, aber sie will mir ja nicht sagen, wer das war. Will sie nicht? Nee, ich krieg das ja einfach nicht aus ihr raus. Ja, dann ist das vielleicht gar nicht so viel dran, ne? Dann können Sie mir ja sagen, wer das war. Ja, da hast du auch wieder recht. Und was soll ich da dabei machen? Genau, wenn ich morgen und übermorgen auf der Delegiertenversammlung bin, ne? Dann musst du Elke hier bei dir aufnehmen. Hier bei mir? Ja, sonst habe ich doch keine ruhige Minute. Mensch, du hast doch noch ein Zimmer frei. Das geht nicht, da müssen wir nochmal drüber reden. Drei Zimmer sind schon weg. Hat Ricke mir erzählt. Da musst du noch ein Zimmer frei sein. Ja, aber was sind denn das für Aussichten? Ich meine, was hast du da für eine Aussicht? Du guckst direkt auf den Schweinestall. Ja, immer noch besser, als wenn ich in das Gesicht von diesem Monster gucke. Welche Nummer? Was? Vier. Hinak, das wird natürlich alles ganz reell bezahlt, das ist klar. Nicht? Und ich bringe auch noch hier noch ein paar Sachen vorbei. Du kannst dann aber auch einen Schrecken einjagen. Hinak, was soll ich denn machen? Wenn ich da auf der Delegiertenkonferenz bin, nicht, wo mir bloß immer durch den Kopf geht, dass die vielleicht einen anderen hat, das ist nicht opportun, du. Wie soll ich mich denn da auf die Konferenz und auf die Politik konzentrieren? Ja, und was soll ich nun machen? Soll ich sie vielleicht einsperren? Naja, das kann doch auch wieder nicht. Bloß ein bisschen im Auge behalten. Ne? Ja. Was ich immer sage, ne? Wenn das mal dick kommt, dann aber auch gleich knüppeldick. Nun kann ich nicht nur auf meine beiden Töchter, nee, nun muss ich auch noch auf deine Frau aufpassen. Mensch, Hinak, du bist doch mein Freund. Ja. Du bist mein einziger und bester Freund. Ja, wem soll ich denn sonst so eine delikate Sache anvertrauen? Ja, aber trotzdem, ich meine... Hinak, pass mal. Wenn du das für mich machst, ne, dann überlasse ich dir auch was. Den Zwölfender. Ne? Was sagst du, Lu? Ja, danke, ganz wert, Bernd. Oh, Hinak, ich wusste das. Ich glaube, mit der Jagd, das wird nicht mehr. Guck dir bloß mal an, was ich für ein Teil habe. Das gibt sich alles. Oh, du glaubst ja nicht, was mir Darnstein vom Herzen gefallen ist. Hinak, das werde ich dir nie vergessen. Hinak, bleib sauber, ne? Du mich auch. Ja, bitte, dann kommen Sie doch rein, Frau Lebermann. Danke. Dörte oder Rieke? Rieke? Also, die Ältere. Sie studieren Tiermedizin in Hannover, nicht? Ja, woher wissen Sie das denn? Dreimal dürfen Sie raten. Ja. Wollen Sie sich denn nicht erstmal
In das Gästebuch eintragen? Nicht nötig. Ich bin Ihrem Vater bestens bekannt. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Alles so bodenständig und solide. Wo ist Ihr Vater denn? Oh, gerade eben war er noch hier. Ach, der kommt bestimmt gleich wieder. Sind Sie mal so nett und holen mein Gepäck rein? Ja, ja, gern. Was anbieten, Kitty? Ach, Champagner. Champagner habe ich leider nicht. Haben wir an Bord doch auch immer getrunken. Ja, wenn ich gewusst hätte, dass du kommst, hätte ich auch eine Flasche besorgt. Also, dann gib mir einen Sherry. Extra drei. Ja. Habe ich auch nicht, tut mir leid. Ja, wie wär's denn mit einem schönen Kirschlikör? Likör hat zu viele Kalorien. Ja, dann guter, ehrlicher Korn. Von Korn krieg ich Migräne. Ach, komm, setz dich. Ja. Danke. Ja. Sag mal, freust du dich eigentlich, dass ich hier bin? Ja, aber sicher, nur klar doch. Na, das sieht man dir aber gar nicht an. Ach, weißt du, mir geht im Augenblick so viel im Kopf rum. Hast du Sorgen, Schatz? Und nicht zu knapp. Kann ich dir helfen? Ach, nee, du kannst mir nicht helfen. Das heißt, doch, vielleicht kannst du mir helfen. Also? Versteh das bitte nicht falsch, Kitty, aber wenn die anderen hier mitkriegen, ne, dass wir beide miteinander, also, wie soll ich mal sagen, dass wir, wenn man so will, eine intime Beziehung haben. Ja, so direkt wollte ich das nicht sagen. Also auf jeden Fall kann mich das böse in die Bedrohung bringen. Warum? Ja, muss ich das mir lang und breit erklären? Ja, das möchte ich gern genau wissen. Nur du musst doch einen Grund haben. Einen Grund? Ja, natürlich habe ich einen Grund. Na, also dann mal raus damit. Ja, also wenn du das nur so partout wissen willst, also das ist momentan nicht opportun. Nicht opportun? Ja, in der gegenwärtigen Situation ist das nicht opportun. Also du redest wie ein Politiker? Ja, ja, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Wieso? Du, also die anderen, ne? Die dürfen das noch nicht wissen, aber dir kann ich es ja sagen. Ich habe mich gemeldet als Kandidat für den Kreistag. Sag bloß. Ja. Für einen Politiker bist du doch viel zu reell, Schatz. Ja, darum wollen sie mich ja haben. Weißt du, sozusagen als Gegengewicht zu all diesen akademischen Klugscheißern. Verstehst du? Und, aber für meine Partei, nicht? Also wenn die mitkriegen, dass ich was mit einer Frau habe, die ihr Geld in der Sexbranche verdient, dann ist meine Karriere zu Ende, ehe sie angefangen hat. Also, was heißt denn hier Sexbranche? Ich habe das dumme Gefühl, du verwechselst meine Partnervermittlung mit dem Puff. Na, so groß ist der Unterschied ja nicht. Ne? Das will ich nicht gehört haben. Bei mir verkehrt die gehobene Mittelklasse. Ich habe bloß Kunden mit mehr als 200 PS. Naja, also auf jeden Fall für meine Parteifreunde, das steht ein sauberes Privatleben ganz oben ein, nicht? Ein Wort von deinen Geschäften und ich bin weg vom Fenster, du. Naja, ich will dir ja nicht deine Karriere vermasseln. Also, was sagen wir den Leuten? Ja, was sagen wir denen? Du, so nehmen wir den Wind aus den Segeln.
Du erzählst einfach jedem, dass du glücklich verheiratet bist. Oh, verheiratet war ich nun schon dreimal. Aber den Mann zum glücklich werden habe ich jetzt erst gefunden. Am besten mit dem Pastor. Du heiliger Bimbam! Warum denn ausgerechnet mit dem Pastor? Von einer Pastorenfrau glaubt kein Mensch, dass sie fremd geht. Hm. Da kennst du die Pastorenfrauen aber schlecht. Ich habe zwei in meiner Kartei. Ja, wie auch immer, Link, aber als Pastorenfrau, da verkörperst du sozusagen die Moral. Fragt sich bloß, ob ich auch eine Pastorenfrau verkörpern kann. Glaubst du, dafür habe ich das richtige Outfit? Das ist doch keine Frage der Klamotten, nee, das ist eine Frage der inneren Einstellung, ne? Wenn du dich wie eine Pastorenfrau benimmst, dann nehmen die anderen dir die Pastorenfrau auch ab. Naja, ich kann's ja mal versuchen. Aber eigentlich haben wir das doch gar nicht nötig, Schatz. Nee, Schatz und so, das ist auch erstmal vorbei, ne? Also für die anderen hier, da kennen wir uns nur so ganz oberflächlich, ne? Aber deine Töchter dürfen das doch wissen, ne? Also die schon überhaupt nicht. Wenn die das mitkriegen, dann ist meine ganze Autorität im Eimer. Oh. Ach, hab ich gut geschlafen. So richtig tief und fest. So, dann brauche ich erst mal eine Tasse Kaffee zum Munterwerden. Ja, dann gehen wir gleich in die Küche, da muss noch welche in der Thermoskanne sein. Wollen Sie uns denn nicht bekannt machen, Herr Untied? Ach ja, Sie kennen sich ja noch gar nicht. Das ist Frau Sinjen, meine Nachbarin, Frau Pastor Liebermann aus Kiel. Hat Werner schon die Sachen gebracht? Nee, hat er noch nicht. Was ist das denn? Das ist Elke Sinjen. Die Frau von Werner Sinjen, meinem ältesten und besten Freund. Hast du eben Nachbarin gesagt? Ja, die wohnt ein paar Häuser weiter. Und dann hat sie sich hier ein Zimmer genommen. Ja, Umstände halber. Umstände halber? Sagt mir gar nichts. Musst du wieder alles ganz genau wissen, ne? Wenn möglich, ja. Ja, die haben die Maler. Hm? Das ganze Haus wird renoviert, weißt du, das geht alles kommt vom Boden bis zum Keller und... Das hättest du doch mal gleich sagen können. Sag ich. Du, ich glaube, das ist das Beste. Du nimmst deinen Kaffee, dann gehst in dein Zimmer, dann trinkst ihn da. Nee, warum? Ja, dann kommen die anderen und wollen auch noch Kaffee haben, ne? Aber bitte. Dass die anderen hier sind, hat Frau Sinjen ihren Kaffee schon lange ausgetrunken. Sie müssen entschuldigen, dass ich hier so in meinem Alltagszeug rumlaufe. Ja, aber bitte, dafür hat doch Frau Pastor doch vollstes Verständnis, nicht? Frau Pastor? Aber gewiss doch. Na trotzdem, wenn ich Sie so angucke und mich dagegen sehe. Ich kann mir denken, dass Sie im Moment andere Sorgen haben, was? Ja, da sagen Sie was, Frau Pastor. Ja, bevor du weiterredest, Elke, Frau Pastor ist ja nicht selber Pastor. Nein, sie ist also, sie ist die Frau von einem Pastor, sozusagen verheiratet mit einem Pastor. Und wollen Sie ihr das selbst sagen, oder soll ich? Was? Ja, man kann doch so verheiratet sein, ne? Und man kann auch so. Ach so, ja. Ich bin glücklich verheiratet. Ja, Elke, was sagst du dazu? Was gibt's noch? Beneidenswert. Haben Sie Kinder? Ja, 6 oder 7 Stück. Ja, hat Frau Pastor mir gerade eben erzählt. Ja, Ihr Mann, der Pastor, lebt nach dem Bibelwort, seid fruchtbar und mehret euch. Warum haben Sie das Dutzend eigentlich nicht voll gemacht? Herr Untied! Wir sind doch keine Kanickel. Wunderbar ruhig hier, nicht? Ja. Nach all dem Kuddelmuddel, den Sie durchgemacht haben, ist das bestimmt Balsam für Ihre Nerven, nicht? Hast du, Frau Pastor? Herr Untied hat mir erzählt, was bei Ihnen zu Hause los ist. Da haben Sie bestimmt die Nase voll, nicht? Das kann ich gut verstehen. Ja, es war, Frau Pastor. Ja, ich habe das selbst auch schon ein paar Mal durchgemacht. Ich weiß Bescheid. Sie auch?
Das ist nun mal so. Das ist nun mal so, wie das ist. Wollen Sie sich meine Jagdtrophäe mal angucken? Ja. Beim letzten Mal habe ich von all der Aufregung eine Gürtelrose gekriegt. Ich denke, Sie sind glücklich verheiratet, Frau Pastor. Ja, ist sie ja auch. Guck sie dir doch an. Sie strahlt doch förmlich vor Glück. Soll ich unsere Waldmeisterbude ansetzen? Das Beste ist Augen zu und durch. Und immer daran denken. Wenn es vorbei ist, haben Sie es dafür nachher umso schöner. Oh, die Hoffnung habe ich aufgegeben. Bei uns ist das von Mal zu Mal schlimmer geworden. Meine Waldmeisterbude ist wirklich spitze. Aber beste Frau Senken, wie oft kommt das denn vor? Doch höchstens alle 10 Jahre mal. Ha, haben Sie eine Ahnung? Bei uns dauert das 3 Tage und mein Mann kriegt wieder seinen Rappel. Das ist ja schrecklich. Ja, das sagen Sie mal. Mit so einem Mann verheiratet zu sein, das ist eine Strafe. Wie alt ist denn Ihr Mann? 49. Ah, Midlife-Kreis ist versinken. Da kommen die Männer auf die verrücktesten Ideen. Als mein Zweiter seine Midlife-Kreise sah, da wollte der Schauspieler werden. Aber das geht alles vorbei. Und nachher sind Sie dafür umso ruhiger. Ihr Zweiter? Ja, Ihr zweiter Sohn. Ich warte immer noch auf eine Antwort. Soll ich uns für die Waldmeisterbowle ansetzen? Kann ich nicht ab. Von Waldmeisterbowle krieg ich so brennt. Ja, dann nehmen wir Ananas. Waldmeister habe ich sowieso nicht im Haus. Ich gehe noch ein bisschen an die frische Luft. Komm mit, Herr Undina. Können Sie mir auch gleich noch mal Ihren Hof zeigen? Ja, ich glaube, also für eine Besichtigung ist das schon ein bisschen zu dunkel. Wollen wir das nicht morgen früh machen? Für morgen habe ich mir schon was anderes vorgenommen. So, ist das denn die Möglichkeit? Du erzählst einer wildfremden Frau was über meine Eheprobleme. Ach, was, kein Wort habe ich gesagt. Sie wollte wissen, warum du hier wohnst. Und da habe ich ihr gesagt, dass ihr die Male habt. Ja, aber das haben wir doch gar nicht. Soll ich ihr vielleicht die Wahrheit sagen? Ich meine, letztlich habe ich ja auch ein bisschen was mit deinem Eheproblem zu tun, ne? Sag mal, Hene, kennst du sie näher? Näher? Oh Gott, was heißt denn näher, näher? Du, die habe ich mal so ganz zufällig kennengelernt. Ja, auf einer Kreuzfahrt. Ihr Mann, der Pastor, war da auch mit dabei. Ja, ja, so wie eine Pastorenfrau sieht die aber nicht aus. So wie die angezogen ist. Ecke! Die Frau kommt aus der Stadt. Da laufen die Pastorenfrauen nicht so tutig rum wie hier bei uns auf dem Dorf. Ach ja, dabei fällt mir ein. Ja. Anke hat doch ein paar von ihren Sachen hier gelassen. Ja. Darf ich die mal anprobieren? Ja, ja, von mir auch. Fein. Ja, ja, was denn nur? Aber Elke doch nicht jetzt! Warum denn nicht? Irgendwas muss mir doch passen. Ja, aber Elke, dein Mann hat doch gesagt, er bringt noch ein paar Sachen von dir vorbei, ja? Weißt du, wie lange das noch dauert? Elke, ich mach dir einen Vorschlag. Du nimmst die ganzen Klamotten, gehst in dein Zimmer und dann probierst du sie da an, ja? Warum soll ich mich jetzt damit abschleppen? Geh doch auch ganz fix. Himmelkreuz, Donnerwetter! Was sollen denn die anderen Gäste denken, wenn sie dich halt nackt aus meinem Schlafzimmer kommen sehen? Nee, reg dich nicht auf. Wir sind doch allein im Haus. Ja, aber Kitty kann jeden Abend zurückkommen. Kitty? Wer ist Kitty? Ich meine, Frau Pastor Lebermann. Warum nennst du sie Kitty? Ja, nee, den kennt ihr noch nicht. Nur hör doch mal zu. Namen, Herr und Tiet. Hallo, Papa. Ich soll dir was von Werner Sinjen bestellen. Er kommt ein bisschen später, aber er kommt auf jeden Fall vorbei. Fehlt dir was, Vater? Wieso? Na, du siehst so betropft aus. Hör mal zu meiner Zeit war das nicht üblich. Dass Bauerntöchter sich mit wildfremden Kerlen in der Kneipe rumtreiben. Das ist ja auch schon ein paar Tage her, nicht wahr? Ach, du! Und was kriegen wir denn nun? Nu ist Schwurm angesagt, Vater. Ah, das kommt überhaupt nicht rein. Ja, Holger, der hat ja bloß Apfelsaft getrunken. Ich hab Schiss, wir vier passen nicht in sein Hottchenfiedel rein. Da habe ich schon eine ganze Jazzband drin befördert. Mit Kontrabass. Oh, na dann mal los. Sie können ja hinfahren, wo Sie wollen. Meine Töchter bleiben hier. Meinen Sie nicht, dass die beiden da auch noch ein Wort mitzureden haben? Ich bin Ihr Vater. Und solange die beiden nicht in festen Händen sind, trage ich die Verantwortung. Und da lasse ich mir von niemandem reinfuschen. Ist das klar?
Der Bock als Anstandswauwau. Muss ich mir das sagen lassen? Muss ich mir sowas gefallen lassen? Und der von einem, der nicht alle Tassen im Schrank hat? Hör mal zu, du Knalltüte! Wenn du nicht in 5 Minuten vom Hub bist, dann verpasse ich dir eine Ladung Schrott! Sag mal, du bist ja wohl nicht ganz bei Trost, Vater. Wenn du Holger rausschmeißt, dann gehe ich gleich mit. Gehst du mit? Was soll das heißen, gehst du mit? Na genau das, was ich gesagt habe, dann bin ich weg hier. Na endlich! Du erzähl ihm dann auch gleich alles, Rieke. Alles? Alles. Wir wohnen schon seit einem Jahr zusammen, Holger und ich. Was ist das denn? Ihr wohnt schon ein Jahr zusammen? Ich hab doch gewusst, dass da was im Busch ist. Hab ich womöglich für dich ja die Miete mitbezahlt? Nee, wir haben getrennte Kassen. Ah, ja. Aber ihr schlaft zusammen, ne? Ab und zu, Papa. Das ist ja womöglich noch heiraten, was? Diesen Hungerkünstler. Mit heiraten, da hat Holger das nicht so. Das ist ihm zu bürgerlich. Aber man kann ja auch so zusammenleben. Ja, klar. Er malt Bilder, wo nichts drauf ist. Und du fütterst ihn durch. Wenn ich erst mal eine Praxis habe, dann verdiene ich genug für uns beide. Also Ricky, das hätte ich nicht von dir gedacht. Wirklich, ich hätte es nicht von dir gedacht. Ich bin erschüttert. Tief erschüttert. Dann kann es ja jetzt nicht mehr schlimmer kommen, Vater. Klaus und ich, wir... Ja, nur lass mal. Ich kann mir schon denken, mit euch beiden ist es das Gleiche in Grün, ne? Nicht ganz, Herr Untied. Dirt und ich, wir wollen uns Weihnachten verloben. Und Ostern soll die Trauung sein. Darf ich bei der Gelegenheit gleich mal um Ihre Hand anhalten? Dörte? Der Kerl schreckt ja wohl von mir. Aber mich können Sie so nicht einseifen. Ich hab Ihnen schon mal gesagt, was ich von Ihnen halte. Und daran hat sich nichts geändert. Aber so kannst du doch mit unseren Freunden nicht umspringen. Ja, warum schleppt ihr mir diese Bagaluten in dieses Haus? Du sollst sie kennenlernen. Und ich glaube auch immer noch, wenn du die beiden erst mal kennst, dann änderst du deine Meinung. Ja, da warte mal drauf. Ich hab meine Meinung noch nie geändert. Und bevor ich da Ja zu sage, erschieße ich mich lieber. Tja, das war's denn wohl. Wollen wir? Nee, du. Ich habe keine Lust mehr. Fahrt man allein. Dann bleibe ich auch hier. Was haltet ihr von einer Partie Doppelkopf? Na, meinetwegen. Aber nicht hier. Und warum nicht? Nee, ich will meine Ruhe haben. Nach all dem, was hier passiert ist, muss ich mich erst mal wieder ein bisschen erholen. Gut. Dann gehen wir in die Küche. Ja, dann gehen wir in die Küche. Ja, dann gehen wir in die Küche. Ja, dann gehen wir in die Küche. Nun mach aber, dass du rauskommst aus meinem Schlafzimmer, aber schnell, ja? Guck mal, Hini, ist das nicht Satya? Ja! Bist du denn von allen guten Geistern verwandt? Du bist wohl nicht jetzt nicht, also los, was das immer zu... Ja! Komm, lieb weg, du Schatz! Du hast ja den Hof tadellos in Schuss. Was ist in der großen Scheune? Papa. Was? Red deutlicher, wenn ich dich verstehen soll. Ein paar alte Maschinen so. Also, da können wir bestimmt noch 5 bis 6 Ferienwohnungen drin unterbringen. Ja, dann wollen wir erst mal sehen, was wir mit den anderen 4... Wir? Hast du wir gesagt? Ganz recht, Schatz. Komm, setz dich hin. Ich stehe lieber. Im Sitzen redet sich's aber viel besser. Ja, aber Sitzen ist Gift für meinen Rücken. Morgen lässt du dir einen Termin bei Dr. Fischer geben, der Spezialist für sowas. Sag ihm, Kitty schickt dich. Er ist einer meiner besten Kunden. Also folgendes. Ich habe beschlossen, ein neues Leben anzufangen. Mit 50 ist es dafür noch nicht zu spät, oder? Ja. Was meinst du? Kommt doch an. Also, nächstes Jahr verkaufe ich meine Partnervermittlung und schließe noch einmal den Bund fürs Leben. Ja, aber du bist ja schon dreimal verheiratet gewesen. Was ist denn da nun neu dran? Die ersten 3 Mal habe ich mich von meinem Gefühl steuern lassen und habe auch jedes Mal eine Niete gezogen. Aber diesmal gehe ich auf Nummer sicher. Ich habe meinen zukünftigen mit einem wissenschaftlichen Partnertest ermittelt. Er hat 98 von 100 möglichen Punkten gekriegt. Donnerwetter! Glückwunsch, Schatz! Danke! Ja!
Meinst du womöglich mich? Du bist für mich der ideale Ehepartner. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich habe... Ja. Was ist das? Das ist gar nichts, Das ist ein Hektor, mein Bernhardiner. Du hast einen Bernhardiner. Ja, nur was für ein Arschi. Lass ihn doch raus. Nee, das geht nicht. Der Pervers, das sind doch Frauen. Der Bernhardiner wird kastriert. Also, was stehen geblieben? Ach, richtig. Also, ich hab's mir so gedacht. Morgen lade ich dich und deine Töchter zum Essen ein und dann erzählen wir ihnen alles. Was denn alles? Ja, dass ich mein Geschäft aufgebe, dass wir heiraten wollen und so weiter und so weiter. Ja, wollen wir das denn? Ich meine, dass du mich heiraten willst, das ehrt mich, natürlich. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich dich auch... Mein lieber Hinnerk, wenn ich dich jedes Mal darauf festgenagelt hätte, was du mir ins Ohr getuschelt hast, dann wäre ich schon 10-mal mit dir verheiratet. Na, aber trotzdem, man kann sich das ja noch mal überlegen, ne? Du willst Bedenkzeit? Ja. Na gut, ich gebe dir 5 Minuten. Nur 5 Minuten? Wo es nichts zu überlegen gibt, da genügen noch 5 Minuten, oder? Oh. So, was soll der Blödsinn? Erst darf ich nicht ins Schlafzimmer rein und wenn ich wieder raus will, ist das auch nicht richtig. Ja, Frau Pastormann war hier. Nee, ich meine, Frau Pastor Lebermann war hier. Ja, und ist das ein Grund, mich ins Schlafzimmer einzusperren? Ich bin genauso ein Gast wie Sie. Aber Kitty, wenn Sie sehen, dass du... Kitty? Du hast Kitty zu mir gesagt. Nee, hab ich nicht. Hast du doch. Dann sag ich ihm überhaupt nichts mehr. Ich? Die Frau ist eine Pastorenfrau. Ja, und die gehen auch nicht nur mit der Bibel ins Bett. Großes Ehrenwort. Ich habe noch nie was mit einer Pastorenfrau gehabt. Kini, das Versteckspielen muss ein Ende haben. Ich mach Schluss. Ist das dein Ernst? Ja, da gibt es nichts mehr dran zu rütteln. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, da habe ich auch schon dran gedacht. Und das sagst du mir nun erst? Na, ich dachte, das ist besser, wenn du da selbst drauf kommst. Weißt du, solche schwierigen Entscheidungen, die muss ja letztlich jeder für sich selbst treffen. Ne? Ja, dann bist du also einverstanden. Ja, but mut, dat mut. Gut. Dann werde ich das Werner heute Abend noch sagen. Er will ja noch vorbeikommen. Ja, was willst du ihm sagen? Dass ich Schluss mit ihm mache. Mit Werner? Nein! Ich lasse dich scheiden. Wegen seelischer Grausamkeit. Und ob du mich nur heiraten willst oder nicht, das ist egal. Meinetwegen können wir auch in wilder Ehe zusammenleben. Elke, Elke, du hör doch, du bist vernünftig. Ich meine, wieder ein Wort von dir zu Werner und ich komme in Teufels Küche. Nein, heute Abend werden Nägel mit Köpfen gemacht. Da kann mich keiner dran hindern. Nicht mal du. Ist dir nicht gut, Papa? Hast du dir schon mal gewünscht, du möchtest nicht in deiner eigenen Haut stecken? Nee, du? Ja, genau so ist mir jetzt zumute. Ach, ich gehe rüber in die Kneipe und sauf mir einen. Das ist keine Lösung, Vater. Wenn es keine Lösung gibt, ist Saufen immer noch das Beste. Bleib sitzen und erzähl uns, was los ist. Wo liegt das Problem, Vater? Das Problem? Die Probleme. Die Probleme, die prasseln nur so auf mich runter. Ich sitze bis zum Hals im Problem. Aber hauptsächlich sind es doch 2, oder? Die beiden Damen, nicht, Papi? Wie kommt ihr denn darauf? Du meinst, wir glauben noch an Klapperstorch? Also, dass du ein Verhältnis mit Elke Sinjen hast, auch das wissen wir schon eine ganze Weile. Das wisst ihr? Wir haben nicht so eine lange Leitung wie dein Freund Werner. Oh Gott, Werner! Ein Wort von
Von Elke und ich bin verherzt, so tief habe ich noch nie in Schlamassel gesessen. Die eine will sich meinetwegen scheiden lassen und die andere will mich heiraten. Frau Lebermann will dich heiraten. Ja, hat sie sich in den Kopf gesetzt. Und du willst das nicht? Doch die Frau ist 2 Tage auf dem Hof, dann habe ich hier nichts mehr zu melden. Dann kannst du ja Elke heiraten, die frisst dir aus der Hand. Ich will überhaupt nicht heiraten. Nur weil ich mal ein Stück Kuchen essen will, muss ich doch keine Bäckerei kaufen. Erzählst du nicht jeder, dass du was mit der anderen hast? Dann wärst du aus dem Schneider. Was du meinst, ich soll jetzt einfach so hingehen und dann der einen sagen, dass ich mit... Also, nee, das kriege ich nicht übers Herz. Sag mal lieber, dafür hast du nicht die Courage, ne? Oder so. Und wenn wir das für dich machen, Papst, Dörte und ich? Ja. Das wäre ja überhaupt die humanste Lösung. Nee, so von Frau zu Frau. Ja, aber das kann ich ja gar nicht von euch verlangen. Oh, wir verlangen dafür auch was von dir, Vater. Ah. Eine Hand wäscht die andere Pfanne. Ja, redet man gar nicht weiter, ich weiß schon. Erpressung. Oh, das ist doch keine Erpressung, wenn du 2 Frauen los wirst und kriegst dafür 2 prächtige Schwiegersöhne. Also, was ist? Muss ich wohl in den sauren Apfel beißen. In der Not... Frisst der Teufel fliegen, heißt es ja wohl. Wenn Frau Levermann nach mir fragt, ich bring den Bernhardiner zu Bett. Was für ein Bernhardiner? Siehst du das, wie der mit den Nerven runter ist? Also, ich kümmere mich jetzt um Frau Levermann und du redest mit Elke, ja? Wo ist Ihr Vater denn abgeblieben? Der hat sich ein bisschen hingelegt. Da? Ja. Ist der Bernhardiner da noch drin? Der Bernhardiner. Ja, er bringt ihn gerade ins Bett. Schläft er etwa bei ihm? Das weiß ich nicht. Frau Levermann, ich muss ihm was Wichtiges sagen. Ja, bitte. Herein. Na, wenn's. Ein Schatz, dein Feger! Ja, so, hier sind die Sachen, nicht? Dann ich bring sie eben in Elkes Zimmer. Ja, danke. Darf ich ihn nur mal eben über die Schulter spucken? Wieso das denn? Na, Schatz, dein Feger über die Schulter spucken bringt Glück. Ach so, ja. Wissen Sie das denn gar nicht? Ja, dann mal los. Ja. Ach, können Sie mich vielleicht hinsetzen, dann geht das besser. Ja, ich weiß nicht mit meinen dreckigen Sachen hier. Die Möbel werden sowieso neu bezogen. Ach so, ja. Ja, ich hatte noch gar keine Zeit, mir andere Sachen anzuziehen. Ja, wenn ich mal einen Tag für die Politik freischaufeln will, muss ich den anderen Tag gleich doppelt reinklotzen, nicht? Ach, Sie sind auch Politiker. Ja, ja, auf Kreisebene ja bald, nicht? Wieso eigentlich auch? Herr Untiet hat mir gerade erzählt, dass er für den Kreistag kandidiert. Oh, Augenblick mal eben. Hinner Untiet kandidiert für den Kreistag? Ja, aber behalten Sie das besser. Ich glaube, das soll noch nicht publik werden. Frau Levermann, Sie wollten mir was sagen, nicht? Bitte. Ich glaube, das ist besser, wenn wir das unter 4 Augen machen. Ach so, ja. Dann gehen wir nach draußen, nicht? Wo ist Hinner? Der ist im Schlafzimmer. Komm mal raus, du! Meine Güte, kann man in diesem Haus nicht einmal 5 Du Halunke, du! Werner! Du Lägenfüdel, du Achterfüsche und du! Meinst du mich jetzt? Du glaubst, das kannst du mit mir machen, aber wenn du das glaubst, hast du dich aber getäuscht, du falscher 50er, du! Werner, ich weiß ja, dass du in Rage bist, nicht? Aber bitte nun lass dich zu nichts hinreißen, was dir späterhin leid tun könnte. Ich dachte immer, du bist mein Freund, mein bester Freund. Ich hab dir blind vertraut und du was machst du? Du betrügst mich und hintergehst mich nach Strich und Faden. Mensch, aber wenn du das glaubst, dass du das mit mir machen kannst, dann hast du dich aber sowas von getäuscht. Aber Werner, ich hatte nie ernste Absichten. Doch, was du wohl gehabt hast, du? Nee, ich bin da mehr so reingeschlittert. Reingeschlittert, du? Das kannst du einem erzählen, der sich die Hose mit der Kneifzange anzieht, reingeschlittert. Mensch, sowas schlittert man nicht rein. Sowas läuft bloß nach generalstabsmäßiger Planung. Mensch, warum hast du mir denn da nichts von gesagt? Ja, was hättest du denn gemacht? Dann hätte ich persönlich dafür gesorgt, dass wir beide an Drücker kommen.
Aber du, ne? Du, das ist ja mal wieder typisch für dich. Du willst doch überall und immer der Erste sein, ne? Und auch hier wieder, aber wenn du das denkst, dass du das machen kannst, jetzt hätte ich doch ein P für, du. Ja, aber was soll das denn? Meine Güte, was hast du davon, wenn du mich tot hast? Das ist ja lebenslänglich. Ja und? Lieber sitze ich im Knast, nee, dass er mich vom ganzen Dorf lächerlich macht. Ja, noch ein Wort und ein Schritt und du bist ein Pflegefall. Das machst du nicht, ne? Kannst du das ja mal ausprobieren, ne? Achtung, akute Erstickungsgefahr. Ich kenne die Dinger. Meistens funktionieren die gar nicht. Das ist ganz neu auf den Markt gekommen. Das funktioniert hundertprozentig. Wollen Sie das mal sehen? Sicherungsschelle unter dem Schlagknopf rausziehen. Sicherungsschelle rausziehen? Ja. Schlagknopf einschlagen. Schlagknopf einschlagen. Löschpistole auf den Brandherd richten. Löschpistole auf den Brandherd richten. Hast du noch was Wichtiges zu sagen, Werner? Deine Partei ist nicht mehr meine Partei. Klaus! Tinne! Achtung, Vater! Elke ist im Anmarsch. Standhaft bleiben, hörst du? Nee, ich kann bald nicht mehr, meine Güte. Was zu viel ist zu viel. Klaus, ja! Schnapp. Oh Mann. Wo ist er? Eben war er noch hier. Ist er rausgelaufen? Hier ist er auch nicht. Klaus, ich frag dich jetzt zum letzten Mal. Wo? Hallo, Elke. Ist das wahr? Ja. Was hat diese Frau, was ich nicht habe? Hier ein bisschen mehr und da ein bisschen weniger. Wie konnte ich bloß so blöde sein? Nein, das will ich von Ihnen selbst hören. Herzliches Beileid, Frau Pastor. Sag mal, hast du ein Verhältnis mit der Frau von deinem besten Freund? Also das ist ja wohl das Allerletzte. Ja, aber Kitty, was soll ich denn machen, wo die Liebe hinfällt? Ach, Männer, ihr seid zu nichts anderem zu gebrauchen, als dass man den einen dem anderen um die Ohren haut. Ich reiß ab! Noch jemand, der mir einen Backs hauen will? Kommt auf einen mehr oder weniger nicht an. Ach du armer Papa. Na, sagst du, Basti. Ich weiß beim besten Willen nicht, ne? Tja. Womit ich das verdient habe.